Hallo Slotblock-Freunde, willkommen zum neunten Teil in unserem Großprojekt, der Umbau eines Standmodells Revell Benetton Ford B194 hin zum analogen Slotcar in 1:24. Im heutigen Teil werden wir die letzten Arbeiten an der Fahrerfigur machen. Wir sind ja fast am Ziel, die Arme passen noch nicht so ganz. Das kriegen wir heute hin und dann gehen wir bis zum Grundieren. Danach hören wir auf und wir sind dann schon im zehnten Teil, also gleich mal Kanal abonnieren, dann könnt ihr die Fortsetzungen nicht verpassen. Ich gehe jetzt gleich in die Detailaufnahme und wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Im letzten Video sind wir nicht ganz fertig geworden, deswegen jetzt Endspurt. Aufgabenstellung ist klar, Fahrer muss hier zusammengeklebt werden und er muss da reinpassen. Was jetzt nicht passt, ist für unsere Situation hier der Winkel des Arms. Also den Arm müssen wir auf jeden Fall nachbearbeiten. Das ist der Arm im Originalzustand, den habe ich noch nicht behandelt. Und hier auf der anderen Seite, da ist der Arm, den ich schon mal behandelt habe. Hier die beiden Arme mal im Vergleich. Den linken Arm, den habe ich schon geschliffen, der ist jetzt viel schmaler. Ich habe den hier auf der Außenseite minimal angeschliffen, dass er eben so aussieht, dass der Arm ans Cockpit-Innere gedrückt wird. Und dann habe ich noch auf der Innenseite, hier Oberarm, Innenseite, einiges weggeschliffen und den Winkel dann verändert, sodass, wenn ich den Arm jetzt anklebe an die Fahrerfigur, dass der nach innen geht. Der Originalarm würde nach außen zeigen. Ich zeige es euch gleich mit der Figur. So würde das aussehen im Originalzustand. Der Arm zeigt zu weit nach außen. Wir haben ein kleines Renklerrad und müssen nach innen. Das Cockpit ist auch ganz schmal. Von dem her müssen wir diesen Winkel verändern. Das habe ich eben schon gemacht. Das werde ich jetzt mit dem anderen Arm auch machen. Und zwar so lange, bis es passt. Ist immer wie beim Zahnarzt, bis die Füllung passt. Immer schleifen, probieren, schleifen, probieren. Und dann sind wir schon mal so weit, dass unser Fahrer endlich Arme hat. So, erste Passprobe. Ich habe die Arme jetzt mal hingeklebt an unseren Lexan-Körper und habe den Fahrer so weit runtergedrückt, dass jetzt der Helm eigentlich von der Höhe her genau so sitzt, wie es im Original ist. Also unterhalb vom Lüftungseingang hier oben an der Kante. Was man jetzt sieht, ist, dass ich einen Körper hier vorne, der ist sehr hoch. Und diesen Bereich müsste man irgendwie noch absenken. Also ich werde dann versuchen, das Lexan noch etwas zu verformen, dass der Kopf hier sauberer aufliegt. Wenn ich ihn jetzt verklebe und wir schauen dann hier von der Seite rein, dann sieht so aus, als ob der Hals praktisch am Brustkorb angeklebt ist. Das wird man dann noch verändern, wobei, wenn man den dann ordentlich hier verklebt hat, man sieht es eigentlich nicht, aber es ist halt ein kleiner Makel, den ich noch ausmerzen möchte. Schauen wir noch auf die Rückseite jetzt. Jetzt sehen wir, was alles verdeckt ist vom Lexan. Hier hinten habe ich schon mal noch einen Bereich rausgefräst. Den brauchen wir nicht, weil er eh nicht sichtbar ist. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen die Kante hier abnehmen, aber das ist alles minimal. Im Großen und Ganzen sind wir jetzt fertig und können uns um die Vorbereitungen fürs Lackieren kümmern. Dann machen wir uns Gedanken, wie wir jetzt weitermachen. Also es steht auf jeden Fall eine Grundierung an. Das ist mal das Erste. Was brauchen wir dazu? Das Erste ist, ich habe hier ein Skalpell liegen. Was habe ich mit dem Skalpell vor? Da möchte ich diese Linien, hier die Klebestelle, einfach mal nachgravieren. Da gibt es auch Gravurwerkzeug dafür. Ich nehme einfach die Rückseite vom Skalpell und fahre dann vorsichtig diese Linien nochmal ab. Diese Linien sind wichtig. Optisch sieht man auch hier dann am Bild. Dort wurde mit einer schwarzen Linie dann auch noch nachgezogen im lackierten Zustand. Den ganzen hinteren Bereich kann man ja abnehmen dann in echt und deswegen ist ja hier die Karosserie auch in echt zweigeteilt. Damit wir es nicht verlieren beim Grundieren und beim Lackieren, dann werde ich das eben diese Linien noch ein bisschen vertiefen. Dann liegt hier im Eck eine Zahnbürste. Warum brauche ich die? Ich nehme die dazu her, um die Teile, die ich jetzt dann grundieren möchte, vorher zu entfetten und auch anzurauen. Ich werde zur Zahnbürste keine Zahnpasta nehmen, sondern Scheuermilch, ganz normale Scheuermilch, werde die dann wie Zahnpasta auf die Borsten hier auftragen und sämtliche Teile dann ordentlich abbürsten. Danach werden die Teile nicht mehr so glänzen wie jetzt, sondern die sind dann komplett matt. Wichtig ist dann ab diesem Zeitpunkt, dass man nicht mehr mit den Fingern drauf geht, weil immer wenn ich hier drauf drücke, habe ich zum einen Fingerabdruck vielleicht drauf, dann schwitzt man, man hat Hautfett an den Fingern. Das macht dann die Haftung wieder kleiner. Also das sind jetzt die Schritte, die anstehen. Wenn ich das habe, dann werden die Einzelteile schön aufgespießt, sodass ich schön airbrushen kann und es kommt dann die erste Grundierung drüber. So, dann kann es losgehen. Zahnbürste ist bereit. Hier ist nur Wasser drin, die zu grundierenden Teile. Und hier meine Scheuermilch, die erstmal ordentlich durchschütteln, dass diese kleinen Körnchen, die in der Scheuermilch drin sind, auch schön verteilt werden.
So, ab auf die Zahnbürste damit und mit dem Teil dann loslegen. Ich nehme die Karosserie, die weiß ich einfach am größten ist, kann man jetzt am besten zeigen und nicht erschrecken. Die Farbe der Handschuhe, natürlich genial. Ich weiß, es ist augenkrebserzeugend, aber ich habe gerade keine anderen da. Da müsst ihr jetzt durch. So, und dann schön hier alles abbürsten und vor allem immer schön über die Kanten. Die Kanten sind ja immer das Problem beim Lackieren. Da ist schwer, dick die Farbe drauf zu bekommen und da müssen wir auch ordentlich dafür sorgen, dass gerade die Kanten halt schön fettfrei sind und auch leicht angeraut. Mit der Scheuermilch nicht sparen, ordentlich drauf, schön überall die Kanten nicht vergessen und dann später, ich lasse das dann so drauf, ich gehe dann mit allen Teilen einfach unter die Wasserleitung und werde es ordentlich abspülen, sodass der ganze Rest dann von der Scheuermilch weg ist. Dann, nächster Schritt ist ganz wichtig, ordentlich trocknen lassen. Vor allem in diesen kleinen Kanten, da, wenn sich ein Wassertropfen reinhängt, der braucht immer ewig, bis er dann weg ist. Wenn ich da dann drauf grundiere, habe ich schon wieder ein Problem, einen Lackierfehler gemacht. Von dem her ab jetzt viel Geduld in alles, lieber ein bisschen mehr Zeit lassen, umso weniger ärgert man sich dann hinterher. Ich werde jetzt alle Teile nach dem Prinzip abbürsteln und dann sehen wir uns wieder mit den getrockneten Bauteilen. Noch als Hinweis, es gibt jetzt natürlich 1000 Meinungen zu dem Grundieren bzw. zur Vorbereitung fürs Grundieren. Das, was ich jetzt mache, ist eine, heißt nicht, dass es die allerbeste ist, aber die hat sich bei mir einfach bewährt. Wenn ihr andere Methoden habt, die sich bewährt haben, schreibt es einfach gleich mal in die Kommentare, dass wir uns da austauschen können. Und ansonsten, ich ziehe jetzt meinen Stiefel sozusagen gerade durch und wir sehen uns gleich. Ich bin zurück vom Waschbecken. Dort habe ich mit der Zahnbürste auch unter fließendem Wasser dann alles nochmal schön sauber gemacht. Und ich hoffe, man sieht es in der Kamera und im Licht, jetzt glänzt das Plastik überhaupt nicht mehr. Das ist richtig stumpf. Die Oberfläche sieht auch optisch ziemlich rau aus. Hier vorne ist noch nass, deswegen glänzt es hier. Aber dort, wo es getrocknet ist, an diesen Stellen, da sieht man ganz deutlich, wie sich der Kunststoff durch dieses Behandeln mit der Scheuermilch verändert hat. Jetzt lasse ich alles austrocknen. Sowas ist zum Beispiel immer kritisch. Wasser Tropfen zwischen den Speichen hält ewig. Da warten, bis es wirklich weg ist. Ihr ärgert euch sonst beim Lackieren nur. Wie gehen wir dann vor? Wir spießen die Bauteile auf. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder sowas hier fertig kaufen. Da kann ich an diesen Krokodilklemmen dann die Einzelteile festmachen. Oder man kann sich sowas auch leicht selber bauen. Schaschlikstäbchen und günstige Krokodilklemmen nehmen, die auch Schaschlikstäbchen oben drauf stecken. Und dann hat man sowas selber gebaut, wesentlich günstiger. Ich werde jetzt das machen und dann sehen wir uns so langsam im Bereich der Airbrush wieder. Die Teile sind jetzt alle aufgespießt. Ich lasse noch wirklich hundertprozentig austrocknen, dass ich dann keine Probleme habe. Jetzt als Hinweis für alles, was folgt. Normalerweise decke ich alles gleich ab, dass kein Staub mehr drauf kommt und ich lackiere dann in einer Airbrush-Lackierkabine. Da kann ich aber nicht drin filmen. Das heißt, ich werde jetzt hier mit der Airbrush arbeiten. Es ist nicht optimal. Hier kann immer Staub jetzt von außen drauf kommen beim Trocknen. Um das zu vermeiden, versuche ich jetzt dann möglichst dünn zu sprühen, damit im Idealfall man sprüht hin und es ist direkt trocken, somit kann ich keinen Staub einschließen. Das dauert natürlich länger, so zu lackieren, aber da muss ich jetzt durch, weil andere Möglichkeit habe ich nicht. Zum Grundieren werde ich verwenden von Vallejo den Surface Primer in Weiß. Wichtig immer, gut schütteln, man sieht auch hier, die Farbpigmente sind jetzt hier am Boden, Flüssigkeit ist oben drauf. Das muss man erstmal so lange schütteln, bis sich alles ordentlich verteilt hat. Das ist sehr wichtig, sonst habe ich keine deckende Grundierung. Danach werde ich dann überprüfen, mit der sogenannten Wagner-Methode, ob die Verdünnung noch spritzfähig ist, beziehungsweise ob der Primer noch spritzfähig ist, weil sieht man ja, der war einige Zeit jetzt gestanden. Die Wagner-Methode kann ich hier leider nicht vorstellen, die steht ja unter Copyright. Ihr findet die aber als Schulungsvideo bei mir im Shop. Ich verlinke es euch unterhalb von der Videobeschreibung. Was macht man mit der Wagner-Methode? Da stellt man fest, ob die Farbe spritzfähig ist. Dazu braucht man keine extra Messgeräte, sondern haushaltsübliche Mittel reichen, um diesen genialen Test zu machen. Diesen Test werde ich dann nicht nur bei dem Primer machen, sondern später auch bei den gemischten Farben. Das steht ja noch an und da ja, graut es mir am meisten davor, weil ich dieses Farbgepansche einfach nicht leiden kann. Hilft nichts, wir müssen durch. Los geht's, grundieren.
Die Karosserie schaut jetzt trocken aus, aber ich zeige euch mal diese Probleme, die dann auftreten können. Ich gehe mal mit der Airbrush hier rein, da wo der Moosgummi ist. Hier passt es eigentlich und da drüben, da kommen noch Wassertropfen raus. Sieht man auch, hier ist noch nass. Und obwohl jetzt die Karosserie wirklich schon ewig liegt in diesen Ecken, auch hier oben drin, da ist wirklich noch Wasser drin. Also darauf achten, dass das erstmal wirklich weg ist, damit man sich nicht ärgert, wenn dann der Wassertropfen über die Grundierung läuft. So, ich habe schon mal losgelegt. Ich möchte euch zeigen, wie ich anfange zu lackieren. Zum einen, ich habe hier meine Triplex Airbrush mit der Mulde. Da kommt die Farbe direkt oben rein in den Kopf. Und ich fange jetzt an, diese Kanten hier erstmal zu besprühen und mache dann am Schluss die Flächen. Also ich hangel mich einfach so rein. Und auch hier die Kanten und auch von unten nicht vergessen, mal ranzusprühen, dass die Grundierung auch wirklich schön die Kanten hier benetzt. Und später soll natürlich die Farbe auch ordentlich auf der Kante aufliegen. Das sind ja immer die riskanten Stellen beim Auf- und Zuschrauben. Kratzt man hier schnell mal was ab, auch wenn dann der Klarlack drüber ist. Für den Klarlack gilt natürlich dasselbe, der muss auch gut auf die Kanten aufgetragen werden. So, kleine Zwischenmeldung mal, ich bin noch nicht ganz fertig. Man sieht immer noch überall ein bisschen grün durchscheinen. Ich gehe noch ein paar Mal drüber, wollte euch nur einmal einen Zwischenschritt zeigen. Und dann ist mir noch was aufgefallen. Ich meine, wenn mich der Modellbau nicht ruhig machen würde, ich müsste mich jetzt aufregen ohne Ende. Man sieht hier an der Karosserie einen Grat auf beiden Seiten. Den habe ich die ganze Zeit übersehen und jetzt beim Grundieren wird er halt ersichtlich. Das heißt, ich muss den noch abschleifen. Ich nehme dazu ein 2000er Schmirgelpapier und gehe ganz vorsichtig hier drüber, dass ich möglichst nur einen kleinen Bereich erreiche und dann wird hier nochmal nachgrundiert. Das Entfernen des Grats ging jetzt relativ leicht. Ich habe dazu jetzt kein Schmirgelpapier genommen, sondern diese Nagelfeile hier und bin ganz vorsichtig über den Grat drüber gegangen. So ist jetzt der Schaden minimal. Ganz wichtig, macht es erst, wenn die Grundierung auch wirklich 100% trocken ist, weil es entsteht wieder Staub. Also erstmal raus aus dem Raum, wo ihr lackiert, dann feilen und schauen, dass auf der Karosserie jetzt natürlich kein Schleifstaub ist und dann erst weiter fortsetzen mit der Grundierung. Es ist geschafft. Die Grundierung ist drauf. Wir haben überall einheitliche weiße Oberfläche. Es schimmert kein Grün mehr durch. Somit alles wunderbar. Ich lasse es jetzt noch 24 Stunden austrocknen. Normalerweise habe ich hier Hauben drüber. Jetzt in dem Video haut es natürlich nicht hin. Mit Hauben kann ich es euch dann ja nicht zeigen. Auf jeden Fall für mich dann wichtig, wenn ich jetzt weitergehe und im nächsten Video die Farbe aufbringe, vorher nochmal ordentlich entstauben, dass hier kein Staubkörnchen in die Farbe reinkommt. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Grundierung. Wenn ich so drauf schaue, ich habe wirklich diesmal kein einziges Staubkörnchen drin. Was mich natürlich echt geärgert hat, war dieser kleine Grat hier am Lufteinlass links und rechts von der Karosserie. Das habe ich, wir sind jetzt wie viele Stunden mit dem Auto beschäftigt, aber mir ist das nicht aufgefallen. Erst durch die Grundierung kam dieser Grat überhaupt zum Vorschein. Also ihr seht, es gibt immer wieder Probleme, aber Probleme sind zum Lösen da. Von dem her alles gut. Wir können entspannt ins nächste Video reingehen, Kanal abonnieren und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Slot Racing, Basteln und Tunen. Bis bald, euer Roland von slotblog.de. Tschüss.